Wir haben hier zwei kleine Landschaften von Egon Schiele aus dem Jahr 1907. Das ist das Jahr, in dem er mit der Akademie begonnen hat. Man sieht es noch nicht, das Genie Schiele. Man sieht noch nicht seine eigene Handschrift. Ein Jahr später, im Jahr 1908, haben wir hier dieses quadratische Bild der stilisierten Blumen. Goldenen Hintergrund, der frappant an Gustav Klimt erinnert. Schiele selbst sagte später, ich habe durch Klimt durch müssen, um Schiele zu werden. Das Gemälde im Hintergrund macht er als 19-20-Jähriger und ist ein ganz radikaler Selbstakt. Wir sehen ihn hier in einer total verrenkten Pose. Diese abgezerrten Körper, die ihn berühmt gemacht haben, haben wir hier im Selbstakt schon ganz radikal dargestellt. Um ihn herum ist nichts. Das ist vielleicht das noch radikalere, weil man diesen Akt nicht soziologisch einordnen konnte. Noch radikaler säbelt er sich sogar die Füße ab. Das heißt, er kann wortwörtlich nicht Fuß fassen in der Gesellschaft. Und in ihm drinnen leuchtet es und glüht es wie mit Lava. Man sieht das durch die Körperöffnungen, durch die Augen, durch die Brust, durch den Nabel. Es rot herausquillt. Also das ist die Leidenschaft seiner Künstlerexistenz.